Also ich denke, dass wir gut in die Partie reingekommen sind, dass wir sehr viele Chancen herausgespielt haben, dass wir sie halt leider nicht genutzt haben. Aber ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel gespielt haben. Der Trainer hat uns pusht in der Halbzeit und hat uns das mitgegeben, was wir halt in der zweiten Halbzeit umgesetzt haben. Mein Fazit ist, ich finde, dass wir wirklich gut gespielt haben. Von Anfang an versucht haben, dass wir uns nicht aus der Ruhe kriegen lassen, dass wir ruhig aufbauen, auch gegen Sturm Graz, gegen den Tabellenführer. Und wir haben auch viele Chancen ausgespielt, schon in der ersten Halbzeit. Und dann sind wir leider in den Rückstand geraten und haben dann trotzdem versucht, dass wir nicht die Nerven weghauen und weiterspielen. Und dann haben wir uns dann halt am Ende dann noch belohnt mit 2:1. Erwartungen, natürlich wollen wir das Spiel gewinnen, keine Frage. Wir wissen, dass der Trainer von denen sich sicher so pushen wird, dass es eine aggressive Partie wird. Aber wir werden dagegen halten und werden alles versuchen, das Spiel natürlich zu gewinnen. Ja, unsere Erwartungen sind, dass wir so weiterspielen wie jetzt, dass wir den Lauf einfach fortsetzen, dass wir wieder so gute Leistung bringen. Und da bin ich überzeugt davon, dass wir dort auch 3 Punkte holen werden. Gesunden Respekt, also Angst haben wir auf keinen Fall von denen. Wir wissen, dass im Cupspiel immer schwierig sein kann, aber nichtsdestotrotz wollen wir das Spiel natürlich gewinnen. Ja, man hat immer Respekt vor dem Gegner, aber wir wissen, dass wir Favorit sind und wenn wir da unsere normale Leistung bringen werden, dann werden wir dort keine Probleme haben, dass wir gewinnen.